Hat sie Mana-Probleme? Gar keine. Gar keine. Also, okay, ich habe im Game immer auch als erstes Essence Reaver geholt. Aber ich habe niemals gedacht, scheiße, ich habe keinen Mana. Wann soll der Champion kommen? Wahrscheinlich in 2 Wochen. Malzah kriegt Nerfs? Was? Hä, Malzah kriegt doch keine Nerfs, oder? Hab ich was verpasst? Also ist AI First eine Option. Ich würde euch eher Essence Reaver empfehlen, aber ich habe nur ein Game bis jetzt gemacht. Malzah kriegt doch keine Nerfs. Ist dumm? Wo hat denn der Nerfs? Also auf dem Patch hat er keine Nerfs. Vielleicht PBE. Weiß ich nicht. Halt mal, lass mal den Patch-Cycle anschauen. Es gibt noch gar keine offiziellen Balance-Changes. Also ich sehe keine. Sind denn schon Changes announced worden? Warte mal, wer ist top? Ich? Okay. Oh, das könnte tatsächlich ein schwieriges Matchup sein, weil er Gap closen kann. Bei den Gegnern. Dann ist... Wer ist denn bei denen wo? Gib es nicht zu schnell aus. I guess, muss es so rum sein. Na, Malzah bekommt nur ein visuelles Update. Welche Lane spielt man die alte? Das ist mein zweites Game. Ich habe ein Game auf Top-Lane gemacht, da war sie eigentlich recht fein. Aber ich denke, wenn man sie Top-Lane spielt, dann eher in immobilere Matchups. Also sie scaled sehr hart mit Level, Leute, ne? Ihr seht hier, ihre Q geht runter auf bis zu 2 Sekunden. Aber dafür brauche ich Level 9, bis ich dahin komme. Ihre Ulti hat gar keinen Cooldown. Und damit ich die Ulti aktiv benutzen kann, brauche ich Punkte in Q drinne. Wäre ich jetzt als erster gegankt? Wobei, mein Jungler kommt auch hoch. Ich hab Grass verloren, scheiße. Oh, oh, den wollte ich gar nicht haben. Soll ich mir auch angewöhnen, Leute. Lastet's immer mit dem Midi-Angriff, weil er einfach nur noch mal ein bisschen mehr Damage macht. Achso, er spielt mit Ignite, der Penner. Okay. Habe ich genug Damage dafür?
Oh, ich denke den Turm. Egal, that's fine. Lol. Warte mal, ich kann jetzt gleich einen Katarina-Play machen. Wenn ich rankommen würde. Oh mein Gott, ich weiß jetzt nicht, wie lange meine Combo dauert. Ich weiß auch nicht, wie lange der Gegner mit Dingens gemarkt ist. Nee, dann lass ich ihn weggehen. Oh, die Platte kriege ich nicht mehr, ne? Ne. Als erklären, was du machst, bin legit überfordert mit dem Champion. Ja, Leute, ich erzähle gleich die Fähigkeiten. Also, Leute. Ihre Q hat, also ihre Passive ist Schwert und Melee, also drei Passiven so gesehen, ja? Einmal Style Rank. Immer wenn ich eine unterschiedliche Fähigkeit mache, als die vorherige, wenn ich mal Schaden mache mit einer anderen Fähigkeit als die vorherige, kriege ich Style. Das heißt, wenn ich zwei Ortex mache, bin ich auf dem E-Rank. Wenn ich Ortex Q mache, bin ich auf dem D-Rank. Ja? So, und für jeden Stack kriege ich Movement Speed, 3,5% pro Stack. Jo, lass mich mal alleine. So. So, der zweite Teil meiner Passiven sind meine Waffen. Wenn ich einen Gegner auf Range angreife, habe ich eine Fernkampfwaffe. Wenn ich ihn auf Melee angreife, habe ich eine Melee-Waffe. Der Unterschied zwischen diesen Waffen, neben der Range, die offensichtlich sein sollte, ist, dass die Melee-Waffe ein bisschen Magic Damage mehr macht, je weniger Leben der Gegner hat. Ist aber nicht so viel. Like, die Menge ist in Ordnung. Aber es ist nicht ausschlaggebend, sage ich es mal so. Die Kuh. Moment mal kurz. Die Q ist, ich schieße einen Schuss, macht Damage. Dieser Damage scaled rein mit meiner AD. Also, das hat kaum Base Damage drauf. Kann aber kritten für 25% des Schadens. Löst keine Treffeffekte aus. Wenn ich Q aber auf Melee Range mache. Moment. Autsch, 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 autsch. So, wenn ich meine Q aber auf Midi-Range mache, dann mache ich so einen AOE-Angriff vor mich hin. Der Damage ist immer gleich. Der Damage ist immer gleich. Der Unterschied ist nur, ob er AOE ist oder nicht. Wenn ich aber meine Q während meiner E mache, werden quasi alle Gegner markiert, oder was heißt markiert? Alle Gegner in der Laufrichtung werden halt abgeknallt. Dann landen diese Kugeln auf dem Boden. Ja? Ein auf Yasuo, ne, die Platte kriege ich nicht mehr. Ein auf Yasuo EQ, sage ich mal. Die W ist, ich drehe mich im Kreis, mach Damage, ich kann in der Zwischenzeit nichts anderes machen, als mich zu bewegen. Die W macht nicht viel Damage, aber die erste Drehung blockt alle Projektile ab. So eine Art Yasuo Windwall, sage ich mal. Ah, brauche ich überhaupt Text Reboots? Sind die da nicht actually mega Müll? Moment mal, lass mal, oder. Die E ist ein Dash. Ja, ähnlich so wie bei Katarina, sag ich mal. Alle Attacken auch Ultis? Nein, nur Projektile. Also Ortex, ja, Projektile halt, I don't know. Aber Moment, ich erkläre euch gleich weiter. Genau, die E ist, ich springe durch einen Verbündeten oder durch einen Gegner durch. Und wenn ich durch einen Gegner durchspringe, mache ich Schaden und ich kriege Attack Speed. Ich glaube, es muss ein gegnerischer Champion sein, wenn ich mich nicht irre. Wenn ich einen Verbündeten anspringe, dann bewege ich mich nur. So, das macht keinen Damage. Das macht keinen Damage einfach nur. Ja, also die Attack Speed und der Damage sind daran gebunden, dass ich es auf einen Gegner drauf mache. Die Ulti, die ist sehr interessant, die ist auch mega broken, die wird auch wahrscheinlich 10.000 Mal genervt werden. Einen Moment kurz.
Lass mich das nochmal eben einmal auspushen. So, ihr seht ja diesen Style-Rank, den ich sammle. Wenn ich auf Level S komme, kann ich meine Ulti benutzen. Meine Ulti hat auch nur 3 Sekunden Cooldown. Alle Gegner, die in diesen Kreis reinkommen, werden 10-mal von mir abgeknallt für jeweils 89 Damage pro Schuss. Jeder Schuss kann critten und jeder Schuss applied Lifesteal. So, meine Q kann dann auch critten, aber applied kein Lifesteal. Dein Taunt jetzt, wo du Gold hast? Oh, okay. Ey. Einmal kurz. Jon, lass mich mal Geld auf dich werfen. Ist ein Tauscher ein Projektil, den du blocken kannst? Ich glaube nicht, aber ich kann es mal ausprobieren. Kommt er her? Geht er roam? So Leute, ab jetzt hat meine Q 1,8 Sekunden Cooldown. Ab jetzt ist der Champion enabled. Weil die Fähigkeit startet mit 9 Sekunden Cooldown, was mega hoch ist. Aber jetzt kann man tatsächlich crazy shit abziehen. Oh doch, das geht wirklich! Aber das kannst du nicht in Combat machen. Also das... Geht das in Combat? Vielleicht vorher. I don't know. Das ist doch ein Taunt. Ja, das ist ein Taunt. Mein Taunt macht ein True Damage. Vielleicht, wenn der Gegner ins Gebüsch reinkommt, ein Face-Check. Nein, Samira zählt bei allem, was sie macht, immer als Range-Champion. Leute, das Münzewerfen ist ein Taunt. Emotionaler True Damage. Es geht aber halt nicht im Laufen. Das macht das mega kacke. Ich muss halt stehen bleiben. Das macht das scheiße. Also es ist ein cooles Easter Egg. Wie gesagt, wenn mich jemand facecheckt, kann man das vielleicht machen. Echt? Er proc Scott? I mean, er macht Damage. Ja, ich bin mega gefeedet, ne? Also nicht wundern, dass ich ihn gerade so nass gemacht habe. Ich bin 2 Level über ihm, er hat nur Schuhe. Ne, die Münze wird nicht im Fight geworfen. Also ich kann sie nicht canceln oder sowas. Warte mal, ich kann sie nicht canceln. Ne, es geht nicht. Sie ist uncancelable. Auf Samira macht den Taunt Damage. Ich kann damit. Nee, Lich Bane kann ich damit nicht procken. Wie soll denn das gehen? Teste mal nur Ulti-Damage. Leute, das Ding macht 105 Damage und das 10 Mal. Müsste Klett nicht gegen sie fein sein. Also, sie ist leicht all-inbar. Sie ist sehr leicht all-in-bar. Ich glaube, ich kann ihn sogar von full aus Tower-Diven, actually. Okay, um Ulti zu machen, muss ich meinen Gegner sehen. Das heißt, ich müsste vorher das Gebüsch zum Beispiel warden. Aber das wusste ich nicht. Kommst du mit E über die Wände?
Die E ist ein Dash, einfach nur. Aber ich kann halt nur auf Ziele drauf springen. Könnt ihr euch die Katharina E vorstellen? Livestream vielleicht? Nee, erstmal AI, weil Q und Ulti kritten kann. Ich habe ein bisschen Livestream noch ein Dings drin, im Bloodline. Ich tippe mich einfach hoch. Ich bin einfach Feinden. Warum ich Champions nach einer kurzen Zeit schon so drauf habe, weil ich die Grundprinzipien von League verstehe, I guess. Oh, scheiße, die Dinge zwar noch da, die Sonne. Ey, Monox, glaubst du, man kann sie Mitte spielen? Denke ich endlich, sie ist dafür zu short-ranged. I mean, Lucian ist auch short-ranged, aber Lucian kann einem wenigstens, ohne jemanden als Ziel zu haben, in die Fresse jumpen. Deswegen, ich tendiere, also, ich habe am Anfang gesagt, dass man sie vielleicht auch ADC spielen kann, in dem einen Video da, wo ich ihre Fähigkeiten gesehen hatte. Momentan tendiere ich eher auf Top, Jungle und ADC, aber das müssen wir nochmal filtern. Also ich werde gleich nochmal eine Runde eher in den Jungle gehen. Wenn du Yasuo Q mit W blockst, dann nur Damage oder komplett? Ich denke mal komplett. Aber jetzt fix, wenn man sich als ADC spielen wird. Ich glaube tatsächlich, wir werden hier eher so eine Pantheon-Situation haben oder Set-Situation, wo man sie auf jeder Rolle sehen wird. Sie ist mega flexibel bei dem, was sie gerade hat. Den Devil May Cry Anime habe ich bereits schon gesehen. Aber okay, ich habe auch alle Teile gespielt, außer den letzten. Aber da, ich habe mir ein ganzes Gameplay dazu angesehen. Ey, warte. Yumi, komm. Wir machen 2v8. Kommt es mir vielleicht nur so vor? Ich Bonus Movement Speed, wenn ich W anmache. Weil die W macht aber keinen Schaden. Also klar, sie macht schon Schaden, ne? Sie macht 171 pro Dash. Das ist anderthalb Auto-Attacks von mir. Aber ich kann in der ganzen Zwischenzeit nicht Auto-Attacken. Spoiler, der Anime, die Spiele, hat nichts miteinander zu tun. Und zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass irgendwas miteinander zu tun hat. Nicht mal die Folgen haben was miteinander zu tun, so richtig. Meine Combo eben verkackt. Ah, Mist, ich konnte nicht ulten. Okay, ich muss mir angewöhnen, ich darf EQ nicht machen. Ich muss in längeren Fights E, Ortag, Q, Ortag machen. Warte mal, E. Nein, ich muss Q. Warte mal, wie mache ich denn, wenn ich Gap closen muss? E, Ortag, Q, Ortag. Kann ich kurz warten? Ne, das ist meine Q auch schon wieder da, oder nicht? Midi-Kombos sind echt schwierig. Muss ich nochmal echt drüber nachdenken, wenn ich mit der E engage. Okay. Ne, wir stacken weiter in Raw AD einfach. Weil bei ihr scaled alles einfach mit AD. Dann schau dir das mal an. Ich habe plus 20 Damage auf meiner Q. Ich hab. Okay.
Also das ist Geld alles mit reiner AD. Mana Mune lohnt sich nicht. Ich trigger keine On-Hit-Effekte. Sowas hier, so wie Instant EQ, darf ich gar nicht machen. Darauf muss ich echt aufpassen, weil sonst kriege ich meine Ulti nicht raus. Ah, ich bin cancelbar. Ich bin cancelbar, das darf ich nicht vergessen. CC, fuck den Champion ab. Ey, ich sollte mir Edge of Night holen, oder nicht? Marbert, hab vergessen, dass CC die Ulti cancelt. E, Ortec, Q, Ortec, W, Ortec, R. Wie viele Punkte brauche ich nochmal? Ich kann doch 6 Stacks haben. E, Ortec. Q, Ortec. Was ist, wenn meine W nicht ready ist? Ich muss mal eben gleich gucken, wie viel Downtime ich auf der Q habe. Soll ich den hier gehen einfach für noch mehr Crit? Nee, wir gehen den hier. Er braucht doch On-Effekte, dieser Champignon. Also ich finde das Design in der Melee-Waffe nicht gut. Das ist zwar cool, I guess? Aber ich weiß nicht. Kick jetzt. CC ist der Teufel. Warte mal, dann darf ich auch eigentlich auch gar nicht so reingehen, ne? Wir haben mega viel CC eigentlich. Weil drückt auf einen Knopf, ich bin im CC die ganze Zeit. Ne, 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 ne. Gute Nacht. Danmo, Virgil ist der Vater von Nero. Das weiß ich bereits, danke. Habe ich BT fertig? BT ist mega teuer. Ey, kommen jetzt eh gleich alle drauf. Das Teamfighten. Ich will einen Teamfight haben. Lol. Lol. Hab gesehen, wie viel Damage ich mit der Kack-Ulti gerade geballert habe. Auch nicht schlecht. Ayo! Zum Glück hat meine Ulti keinen Cooldown, Leute, sondern nur 3 Sekunden. Ich bin cancelbar. Oh, ich krieg das nicht aus meinem Kopf raus. Ich flash da rein, denke cool, mit der Ulti kill ich alle. Nein, Mann, ich bin cancelbar. Unlucky. OPD wäre tatsächlich vielleicht ein interessantes Item. Oder auch nicht. Einfach nochmal Stormblazer dazu holen. Ich profitiere mehr aus AD als aus Attack Speed.
Sag mal, wie viel Damage sie auf Level 2 macht. Leute, der Champion selbst hat nicht viel Damage in den Spell. Also, der ist ja kein Base Damage. Ihre Q Level 1 macht 0 Base Damage, sondern nur meine AD.